Vielen Dank für die Vorstellung. Hallo, danke. So, ich könnte nicht über Pandemie sprechen, ohne die Pest zu erwähnen. Die Pest war die tödlichste Pandemie in der Geschichte der Menschheit, die im Mittelalter auftrat. Sie wurde nicht durch ein Virus, sondern durch ein von Flöhen Bakterium übertragen. In Europa ist fast die Hälfte der Bevölkerung an die Pest gestorben. Aber es gab schon die ersten Präventivmaßnahmen getroffen. Zum Beispiel Quarantänemaßnahmen wurden schon verhängt, zum Beispiel in den Häfen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Und Ärzte verwendeten die ersten Masken, um sich gegen die Krankheit zu schützen. Die nächste Pandemie war die Cholera-Pandemie. Tatsächlich gab es 7 Cholera-Pandemien. Die ersten 6 sind innerhalb 100 Jahren aufgetreten, beginnend in 1817. Man muss denken, dass damals es gab kein Konzept von Hygiene und es gab schlechte Lebensbedingungen in den Staaten und den Städten. Zum Beispiel herrschte Gedränge, Kühe, Land und Tiere sind durch die Stadt gelaufen, Mühlen, menschliche Abfälle wurden in den Flüsse geworfen. Die dritte Pandemie war die schlimmste Pandemie. Innerhalb von ein Jahr sind 10.000 Personen in London gestorben. Aber viele Epidemiologen sehen den Anfang der Epidemie an dieser Zeit. Zum Beispiel John Snow, der war ein Arzt und er hat verseuchtes Wasser mit der Cholera-Infektion in Zusammenhang gebracht. In dieser Zeit gab es auch wichtige soziale und Gesundheitsreformen. Es wurden Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenhygiene, Kanalisation, Frischwasserversorgung, was wir jetzt auch noch benutzen. Und dann gab es die spanische Grippe, die am Ende des Ersten Weltkriegs ausgebrochen ist. Die spanische Grippe war eine Influenza-Pandemie. Und konservative Schätzungen geben an, dass 50 Millionen Personen in der Welt daran gestorben sind. An der spanischen Grippe starben mehr Soldaten als durch den Krieg selbst. Insgesamt gab es wirtschaftliche Folgen, aber es ist schwierig, die Auswirkungen von der Grippe von den Auswirkungen des Krieges zu trennen, weil sie gleichzeitig passiert sind. Aber man könnte sehen, dass Orte, die keine rechtzeitige Präventivmaßnahmen getroffen haben, wie zum Beispiel Lockdowns, hatten eine mehr negative Auswirkung auf ihre Wirtschaft. Ja, seit Anfang dieses Jahres, also innerhalb von 6 Monaten, wurden weltweit über 10 Millionen Fälle gemeldet und über 500.000 Todesfälle gemeldet. Dies macht Covid-19 einer zum Teil schweren Krankheit mit einer höheren Übertragungsrate und einer relativ höheren Mortalitätsrate. In den letzten 100 Jahren haben wir viele Pandemien erlebt, zum Beispiel Schweinegrippe, SARS. Man muss auch nicht vergessen, dass HIV auch eine Pandemie ist mit 32 Millionen Todesfällen seit 1982.
Aber seit der spanischen Grippe haben wir keine Epidemie mit einer so hohen Übertragungsrate mit so tödlichen Folgen erlebt. Und wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Also es wird von vielen Faktoren abhängen. Ja, in den letzten 100 Jahren haben wir mehrere Pandemien erlebt und die meisten wurden durch einen neuen Virusstamm verursacht. In diesem Sinne haben wir, wehren wir uns gegen die Naturgewalten. Wir haben in der Vergangenheit Pandemien erlebt und wir werden auch in der Zukunft Pandemien haben. Unsere Welt ist jetzt dichter. Wir haben jetzt 8 dichter bevölkert. Wir haben über 8 Milliarden Personen auf der Welt. Unsere Welt ist auch viel stärker vernetzt. Wir gehen auf Geschäftsreisen oder in den Urlaub ans andere Ende der Welt und wir brauchen nur wenige Stunden, bis wir da ankommen. Das bedeutet, dass jede ansteckende Krankheit schneller übertragen wird. Aus diesem Grund wissen wir, dass wir gegen die Zeit zu kämpfen haben und wir müssen dann Maßnahmen sehr schnell umsetzen. Natürlich gibt es im Vergleich zur Vergangenheit mehr medizinische Möglichkeiten, um kranken Personen zu helfen. Aber bis einen Impfstoff oder eine gute Therapie gegen Covid-19 gibt, müssen wir uns dann halten, was wir von anderen Pandemien gelernt haben. So Abstand halten, Hygienemaßnahmen, zum Beispiel häufiges Händewaschen, und die Verwendung von Masken. Ohne diese Maßnahmen werden wir eine größere Zahl von Opfern zu erwarten haben. Ja, wie Sie sagten, ich bin kein Virologe, aber ich möchte das gerne aus Sicht der Mikrotechnologie kurz anreißen. Wir hier am Zentrum für Mikrotechnologie der TU Chemnitz gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für elektronische Nanosysteme entwickeln Technologien und sogenannte smarte Systeme, intelligente Systeme, die die Entwicklung von Impfstoffen massiv unterstützen, aber auf der anderen Seite auch nur neue Diagnosemöglichkeiten eröffnen. Nämlich sogenannte Lab-on-a-Chip-Systeme, die Diagnostik am Ort des Geschehens erlauben. Wir erinnern uns, selbst in hochentwickelten Ländern in Europa, in Deutschland, war ein Mangel an Tests vorhanden. Wie sieht es dann erst recht aus in Entwicklungsländern, in den Ländern mit oder Gebieten mit wenig Infrastruktur? Dort muss man schnell ein Ergebnis wissen. Damit kann man diese Pandemie eindämmen. Und an beiden Themen arbeiten wir, die gehören zusammen. Wir haben Partner hier auf dem Campus, zum Beispiel Electronic Design Chemnitz. Wir haben Partner in Europa. Wir haben auch Partner in der Welt, in Lateinamerika, in Indien, wo wir schon in der Vergangenheit derartige Tests entwickelt haben für tropische Krankheiten. Wir haben also eine Basis, die wir hier entsprechend einsetzen können für oder gegen Covid-19. Und das betrifft auch die Entwicklung von Impfstoffen. Diese Projekte werden überhaupt unterstützt durch die sächsische Staatsregierung. Wir haben einen Technologietransfer, damit wir schnell diese Ergebnisse wirksam werden lassen können. Das Hauptproblem ist prinzipiell die Zeit. Time to market. Wir müssen schnell einen Impfstoff entwickeln, der wirksam ist. Man muss wissen, man hat hier verschiedene Entwicklungsetappen. Wir sind am Anfang dieser Kette. Der Impfstoff muss dann natürlich noch getestet werden, er muss zugelassen werden. Was wir machen, ist, dass wir die Voraussetzungen schaffen, indem wir Systeme entwickeln, mikrofluidische Labore, die es erlauben, hochparallel Reaktionen durchzuführen. Man kann 1 Million
Experimente parallel durchführen. In diesen Experimenten sequenzieren wir RNA- oder DNA-Sequenzen und diese Sequenzen werden benötigt als Primer, zum Beispiel um eine Amplifikation, das heißt eine Vervielfachung von DNA gezielt durchzuführen. Und das ist wichtig für die Diagnose und das ist wichtig für die Impfstoffentwicklung. Bei der Mikrofluidik geht es um sehr kleine Volumina, Mikroliter, wenige Mikroliter, manchmal Nanoliter. Und hier geht es darum, natürlich Experimente durchzuführen, die auf kleinsten Raum parallel stattfinden. In der Mikrofluidik muss man manchmal heizen, da muss man zum Beispiel mischen, da muss man detektieren. Das sind alles Funktionen, die müssen dann auf so einen Chip drauf. Speziell bei der Entwicklung von Impfstoffen geht es darum, dass wir einen speziellen Schaltkreis haben, einen anwenderspezifischen Schaltkreis mit einem Mikrofluidik-Teil obendrauf. Das sind also ein Schichtsystem, was strukturiert ist. Und dann hat man eine sehr große Anzahl von kleinen Reaktionsgefäßen. Und in diesen Reaktionsgefäßen läuft dann die gezielte Sequenzierung von DNA-Molekülen oder Ketten ab. Ich sehe, dass wir hier in Deutschland das Virus bis zu einem gewissen Griff haben aufgrund der Lockdowns und der präventiven Maßnahmen in der Bevölkerung, so körperlicher Abstand, Masken tragen und so weiter. Auch die Gesundheitsämter haben eine gute Arbeit geleistet mit Kontaktverfolgung und Quarantäne als Folgemaßnahme. Aber wir dürfen unsere Wachsamkeit nicht nachlassen. Wir werden sehen, wie die Dinge sich entwickeln, wenn wir zurück aus dem Sommerurlaub kommen und wenn Herbst und Winter kommen. Was die Welt betrifft, ist das eine andere Geschichte. Ich sehe hier in Deutschland eine gute Situation, aber eher ein düsteres Bild für viele Regionen in der Welt. Vor allem in Lateinamerika und Afrika, wo die Menschen von dem Einkommen leben, was sie täglich verdienen und wo das Gesundheitssystem nicht so gut ist wie unseres. In diesem Sinn haben wir hier in Deutschland eine gute Situation. Ich glaube auch, dass wir hier die Situation in den Griff bekommen. Wir haben unsere Hygienekonzepte, nicht nur hier am Institut oder an der Universität, sondern deutschlandweit oder europaweit. Und das ist eine gute Voraussetzung, um diese Epidemie einzudämmen. Es wurde alles schon genannt, Hygienekonzepte, Abstandsregeln und so weiter und so fort. Das wird gelebt. Wir dürfen nur nicht nachlassen. Der Virus lebt unter uns und so bitter das auch manchmal sein mag, es wird noch eine gewisse Anzahl Einschränkungen geben, was vor allem die Kontakte betrifft. Lassen Sie mich an der Stelle auch nochmal dem Rektorat danken. Es ist uns ermöglicht worden, die Entwicklungen, die Forschungsarbeiten, gerade an diesen Corona-Projekten unter Einbehaltung oder Einbeziehung und Beachtung der Hygienekonzepte hier am ZFM fortzuführen. Das ist wichtig. Das ist wichtig für unseren Industriepartner, der EDC. Und die EDC beliefert dann wieder den deutschen Standort des großen amerikanischen Herstellers von entsprechenden Impfstoffen, dass wir hier das machen konnten. Und da bin ich einfach sich sehr glücklich drüber, dass es hier in dieser Frage sozusagen keine Verzögerung gab. Ich glaube, dass die Nutzung der digitalen Möglichkeiten hat durch Corona wirklich zugenommen, was viele Chancen ermöglicht. Zum Beispiel hier in TU Chemnitz ist die Online-Lehre zu einer Normalität geworden. Telemedizin ist populärer geworden, Zoom-Anrufe, Telekonferenzen, Videokonferenzen an Kollegen, Freunden.
sind häufiger geworden. Ich erwarte einfach, dass mehrere digitale Möglichkeiten implementiert werden. Zum Beispiel haben wir die Corona-App jetzt. Wir haben aus meiner Sicht auch hier dazugelernt. Bei der nächsten Epidemie, denke ich, sind wir auch technologisch besser aufgestellt. Wir haben Voraussetzungen geschaffen, um schnell zu reagieren können, dass sich das Virus durch die Globalisierung auch schnell ausbreitet, braucht man eine schnelle Antwort. Und ich glaube, das können wir dann auch in die Zukunft mitnehmen, dass wir hier effektiver dann werden. Also ich habe gelernt, dass man mit Homeoffice ganz gut leben kann. Zwar lassen sich dort keine Experimente durchführen, aber es lassen sich Vorlesungen organisieren, es lassen sich Konferenzen organisieren. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch wieder auf Präsenzveranstaltungen. Ja, ich stimme auch zu. Homeoffice ist prima. Vielleicht man kann auch 5 Tage in der Woche im Büro ein bisschen verzichten und öfter Homeoffice machen. Aber ich würde sagen, das letzte Mal, dass ich meine Familie gesehen habe, war kurz vor der Corona-Krise. Und jetzt weiß ich nicht, wenn ich sie wiedersehe, weil sie sind ein bisschen weit weg. Es klingt etwas ein bisschen wie ein Klischee, aber ich würde sagen, man muss jeden Augenblick nutzen und Zeit mit der Familie und Freunden genießen und schätzen. Dankeschön, bis gleich. Ja, bis gleich.